Okay, erstes Mal FIFA-Demo starten, let's go. Mal schauen, was abgeht. Noch einen Schluck trinken, ganz wichtig. Und Leute, ich trage hier meinen eigenen Merch, das darfst du nicht. Wir haben 5 T-Shirts mit 3 Sprüchen, das ist jetzt ein Beispielspruch. Und haben dann noch 2 Mixed-Shirts. Da könnt ihr einfach mal bei dem Video rechts oben beim i vorbeischauen. Da haben wir euch ein bisschen erklärt, was wir alles anbieten. Grob könnt ihr da mal vorbeischauen, um euch zu informieren. Und könnt euch dann auch ein bisschen Merch bestellen, damit ihr genauso cool wie ich hier dann FIFA 20 zocken könnt. Rechts unten beim i der Shop verlinkt. Und damit willkommen zu dem ersten Video zur FIFA 20 Demo. Leute, es geht los auf meinem Kanal mit der FIFA 20 Demo. Demnächst wird auf meinem Kanal auch noch PES kommen. PES Trainerkarriere, PES Spielerkarriere als Stürmer. Bei FIFA, wenn es die Vollversion gibt, wird es dann natürlich eine Koop-Karriere geben. Eine Koop-Karriere ist, dass man quasi 2 Leute seinen Spieler selber erstellen und dann in einer Karriere zusammen als Doppelsturm spielen. Wird mega cool wieder. Und eine Torwart-Karriere und wahrscheinlich auch eine Trainer-Karriere. Also Leute, wenn euch sowas interessiert, dann bleibt auf jeden Fall aktiv auf meinem Kanal. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr neu seid. Und wir zocken jetzt die FIFA 20 Demo, frisch rausgekommen heute. Und ich habe es mir direkt gedownloadet. Das ist das erste Mal, wo ich die jetzt zocke. Also ich habe FIFA 20 Gameplay auf der Gamescom nicht gezockt, weil ich da nicht da war. Ich habe mir dazu nicht viel angeguckt, muss ich ehrlich zugeben. Und das ist jetzt das erste Mal, wo ich richtig FIFA 20 zocken werde. Und wir zocken einfach mal mit Dortmund. Keine Ahnung, ist eine deutsche Mannschaft. Kann man schon mal machen. Chelsea ist so ein Gegner. Ja, den kann man besiegen oder Liverpool. Komm, nehmen wir Liverpool, dass wir ein bisschen eine Herausforderung haben. Den Schwierigkeitsgrad habe ich noch relativ niedrig. Von daher gucken wir einfach mal. Ich habe nämlich auf Profi gestellt. Denn wie gesagt, ich bin nicht eingespielt. Ich kenne das Gameplay nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir schauen dann einfach mal, wie das auf Profi so läuft. So Leute, Estadio Santiago Bernabeu. Ja, das Stadion von Real Madrid. Alter, ich bin so hyped, man kann hier Champions League Gruppenphase irgendwas spielen, glaube ich. Was anderes gibt es nicht in der Demo. Ich bin sowas von hyped, keine Ahnung, was hier jetzt abgehen wird. Wie gesagt, erstes Mal FIFA zocken, let's go. So Leute, da starten wir dann auch rein gegen Liverpool. Ich bin so gespannt, was hier abgeht, ohne Spaß. Also ich freue mich ja schon auf die ganzen Karrieren, auf die ganzen Projekte zu FIFA 20, wenn dann auch die Vollversion draußen ist. Aber ich freue mich natürlich auch auf Volta und auf die Demo jetzt hier. Ja, in diesen knapp 2 Wochen, bis jetzt die Vollversion dann rauskommt, wird es natürlich ein paar Videos auf meinem Kanal zur Demo geben. Hier zum Beispiel jetzt einfach mal eine ganz normale Partie. Dann werden wir sicherlich auch mal ein bisschen Volta anzocken. Vielleicht auch mal eine Partie gegen jemand anderen machen, also quasi online spielen. Also da wird es einige coole Sachen auf meinem Kanal geben. Und vielleicht kann man auch sogar Volta zusammenspielen. Mal gucken, was sich da alles machen lässt. Bleibt auf jeden Fall dran. Würde mich mega freuen. Mal gucken, was jetzt hier so passiert. Ich werde natürlich ein bisschen austesten, wie das Verteidigen ist, wie sich das für mich anfühlt, was sich so verändert hat, was sich da für mich spürbar verändert hat, sagen wir es mal so. Was ich gesehen habe in den Gameplay-Videos, die ich gesehen habe, dass mir das Tornetz absolut gefällt. Also ich bin ja auch jemand, der PES und FIFA zockt, also beide Spiele. Und ich finde, dieses Jahr ist das Tornetz in FIFA 1000-mal besser gelungen als in PES. Also ich fand ja PES immer ganz was anderes, sag ich mal, wie in FIFA, das mit dem Tornetz jetzt bezogen. Und das finde ich jetzt hier in FIFA 1000-mal besser gelungen. Mal gucken, wie das hier alles so ist. Und natürlich will ich auch einen Elfmeter und einen Freistoß und so testen. Mal schauen, wie weit man das hier machen kann. Wahrscheinlich gibt es kein Elfmeterschießen und so. Wahrscheinlich muss man sich dann dafür umhauen. Aber das wird alles noch in diesem heutigen Video geben. Und dann, wie gesagt, auch noch andere Videos. Also es wird mega cool. Das war auf jeden Fall ein ordentlicher Hechtsprung von Piszczek. Kamikaze, kennt er gar nicht. Und die Parade von Mürki. Oh.
Also natürlich habe ich schon einiges mitbekommen, was, Alter, ja genau, Schiri, oder? Natürlich habe ich einiges mitbekommen, was sich in FIFA so geändert haben soll und geändert hat, aber ich habe das jetzt gar nicht mehr so am Schirm. Ich habe gehört, oh krass, heute kommt die Demo, bin vorhin angekommen zu Hause und habe mir die jetzt dann runtergeladen und deswegen direkt hier ein Video. Ich habe jetzt gar nicht mehr so am Schirm. Könnte ich euch jetzt aus dem Stegreif gar nicht sagen, was alles neu kommen soll und was neu ist. Und deswegen auch so ein bisschen das Gefühl, was sich für mich eben spürbar verändert hat, ist auf jeden Fall, dass es schon mal langsamer geworden ist. Das auf jeden Fall, und Kopfbälle funktionieren. 1:0 nach ein paar Chancen von Liverpool, die jetzt nicht ganz so gefährlich waren, aber Liverpool hatte gerade auf jeden Fall eine Druckphase. Jetzt sind wir am Start. Marco Reus mit einem Kopfball, Leute. Ja, die Fans, die sehen immer noch gleich aus. Kann man jetzt sagen, was man will. Dazu möchte ich mich jetzt noch nicht äußern. Aber das Tornetz, wie gesagt, muss ich schon sagen, und sieht man auch hier wieder, hat mir echt extrem gut gefallen, oder gefällt mir extrem gut. Es ist nämlich immer so gewesen, dass es in PES, zumindest in PES 19 beispielsweise, sehr, ja, wenn du den Ball halt quasi mit Wucht reingeschossen hast, sehr nach hinten gegangen ist, also quasi sehr schlaff war das Tornetz. Und in FIFA war es eben sehr straff, also sehr, ja, wenn du halt reingeschossen hast, ist der Ball wieder komplett rausgebounced und das Tornetz hat sich fast gar nicht bewegt. Und deswegen war es so eine, ja, so, das hat mir nicht ganz gefallen und das andere hat mir nicht ganz gefallen. Und jetzt finde ich das in PES immer noch so lala. Und das hier in FIFA, weil es jetzt auch ein bisschen schlaffer ist, extrem geil. Kein Bock zu pfeifen, der pfeift lieber das Foul. Ich weiß gar nicht, habe ich Verletzungen ein, ich habe da nichts umgestellt. Jedenfalls wird es bestimmt noch ein Video geben, wo ich ein bisschen rumskille. Ich bin jetzt nicht der krasseste Skiller, aber ein bisschen, ein paar Tricks kann ich auf jeden Fall schon. Und deswegen würde ich das gerne mal ausprobieren, weil es ja eben heißt, okay, man kann jetzt immer nur ein, zwei Skills machen und dann nicht viel mehr, weil der Ball dann irgendwie wegdopst oder so. Das will ich dann auch mal ausprobieren. Wenn jetzt die Leute denken, so war es, der spielt auf Profi, ey, wie schlecht ist der denn? Ja, Leute, zockt erstmal die Demo und dann werdet ihr sehen, dass ihr erstmal ein bisschen Zeit braucht, um reinzukommen, denn bei FIFA 19 habe ich auch in meiner Karriere auf Ultimativ gespielt und gewonnen. Also wie gesagt, erstmal ein bisschen zum Reinkommen und es passt ja aktuell. Und die Chance für Salah. Und jetzt die Chance für uns, Delaney. Wir probieren mal Time Finish aus. Hat nicht ganz geklappt. Grau getroffen. Sogar ein bisschen zu spät gedrückt. Also ich habe ja gehört, dass man extrem spät drücken muss. Und das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Also war fast ein bisschen zu spät. Aber der Ball ist auf jeden Fall drin. Delaney mit dem 2:0 für Dortmund. Krasser Scheiß. Dass wir so eine Effizienz haben, ist nicht schlecht. Gefällt mir. Sancho, der ist auf jeden Fall schneller, das merkt man. Flanke kam zu spät und deswegen auch ungefährlich, aber ich habe da nicht mehr so gut reagieren können. Ja, vielleicht wird es auf meinem Kanal auch ein bisschen Ultimate Team geben, aber ich bin nicht so der Online-Zocker und von daher wird es größtenteils andere Sachen geben. Aber für die, die sich jetzt fragen, ja, es kann sein, dass es ein bisschen Ultimate Team gibt. Und das Time Finish Guard war absolut gut von Delaney. Und Delaney mit dem Lupfer zum 3:0. Delaney mit dem Doppelpack. Warum macht der Tore? 3:0. Fast ein bisschen hoch jetzt schon gegen Liverpool. Aber in der zweiten Hälfte sind wir deutlich, deutlich stärker als sie. Und ja, Lupfer sehen in PES immer noch besser aus als in FIFA. Sorry, dass ich das immer miteinander vergleiche. Aber wie gesagt, ich zock beide Spiele. Ich habe auch PES-Demo schon ganz viel gezockt. Und sobald die Bundesliga-Lizenzen für PES draußen sind, gibt es da auf meinem Kanal natürlich auch ein Tutorial, wie ihr die installieren könnt, dass ihr auch die Bundesliga in PES drin habt. Und ab dann gibt es dann auch die Karrieren in PES. Also wird immer parallel gezockt. Von daher vergleiche ich das halt auch immer ein bisschen. Ja, wir sind aber gerade die deutlich stärkere Mannschaft. Paco Alcácer
4-0 gegen Liverpool. Kann man mal machen. Und das war sogar grünes Time-Finish, Leute. Ich habe es tatsächlich im ersten Spiel getroffen. Und den Ball dadurch verwandeln können. Cooler Schuss. Cooles Tor. Und ich würde sagen, das war es auch von der Partie, oder? Hat er, wie viel Nachspielzeit gab es? 3 Minuten, glaube ich. Oh, ist vorbei. Nice. 4-0 mit BVB gegen Liverpool gewonnen. Jetzt werden wir uns ein bisschen... Wen schauen wir uns denn an? Wir schauen uns Paris Saint-Germain an, würde ich sagen. Spielen mal eine Runde mit denen und machen ein paar Elfmeter und Freistöße. Mal gucken, wie das wird. Ich bin gespannt. So Leute, dann testen wir einfach mal die Freistöße. Da habe ich mich noch null informiert, ja. Ich lese mir das jetzt mal durch, dass wir mit links zielen sollen, das ist wahrscheinlich logisch. Drücke und halte Kreis oder den rechten Stick, um einen Schuss aufzuladen. Die Größe der Anzeige steigt je nach Schusskraft. Und jetzt? Oh, oh, Gott, also das mit dem EFE habe ich nicht verstanden. Wann soll ich das denn drücken mit dem EFE? Okay, Freistoß Nummer 2, meine lieben Damen und Herren. Oh Gott, okay, jetzt haben wir den ungefähr hier. Machen wir so. Und gelbes Time-Finish und wir haben irgendein Spin angewendet. Habt ihr das gesehen? Als ich gedrückt habe, quasi, habe ich, als ich diesen Spin gemacht habe, plötzlich hat sich dieser Kreis da oben verändert und da kam irgendwie so eine komische Linie. Und, ja, das ist auf jeden Fall crazy. Also, das hat sich irgendwie verändert. Mal schauen. So, alle guten Dinge sind 3 dritter Freistoß. Dann wird es noch 3 Elfmeter geben. Und dann die zweite Halbzeit. Ja, in der ersten werden wir das aber alles nicht hinbekommen. Ja, die restliche Spielzeit versuchen wir dann noch zu gewinnen, indem wir das Spiel einfach fertig spielen. So, jetzt müssen wir gucken. Wenn ich den jetzt so in die Ecke schalenzen will, dann mache ich ungefähr so. Mache jetzt so, dann hier und drück gelbes Time-Finish. Ah, also es ist schon kompliziert, also man kann sich aber dran gewöhnen. Also es ist jetzt nicht mega unrealistisch. Man kann sich auf jeden Fall dran gewöhnen, aber es ist schon sehr kompliziert, weil man halt echt so 20 Sachen quasi auf einmal machen muss. Und naja, das ist halt nicht ganz so einfach. Aber gut, jetzt gibt es noch 3 Elfmeter und dann, wie gesagt, schauen wir mal, was noch ansteht. Alter, endlich, Leute. Ich kann die ganzen Fails gar nicht reinschneiden so oft. Es irgendwie glaubt kein Mensch, wie schwierig es ist, einen fucking Elfmeter zu machen, ey. Die faulen immer so, dass es kein Elfmeter ist. Er hat gefühlt nie den Mann getroffen und selbst wenn, war es dem Schiri offensichtlich absolut egal. Okay, mit L1 wieder zielen, Schuss aufladen und dann gibt's auch Time Finish hier. Okay, dann können wir hier quasi so zielen, dann aufladen und... Oh, rotes Time-Finish. Rotes Time-Finish, viel zu spät. Dein Anlauf ist auch viel zu lang, echt. Also sein Anlauf so ewig, da kannst du ja gar nicht mehr halten. Das ist richtig schwierig. So, wir machen es dieses Mal mit Mbappé, hätte ich gesagt. Mal gucken, was der für einen Anlauf hat. Aber das mit dem Neymar-Anlauf ist halt... Okay. Mit dem Neymar-Anlauf ist halt unglaublich doof, weil es ist halt wirklich schwierig, diesen Kreis da zu halten. Also der fixiert quasi nicht mal nachdem man geschossen hat. Also du musst ihn immer noch da halten. Und jetzt habe ich gelb getroffen und der Torwart springt in die richtige Ecke. Also es ist unglaublich schwierig, sich eben kurzfristig nochmal umzuentscheiden, ja. Also wenn du jetzt sagst, ich will rechts oben treffen, rechts oben ist natürlich schwierig für einen Rechtsfuß, aber okay. Wenn ich sage, ich will rechts oben treffen, mich dann nochmal umzuentscheiden, das ist absolut schwierig. So, dritter Elfmeter, ich habe schon Angst gehabt, dass ich keinen mehr kriege. Das gibt eine rote Karte und das ist der dritte Elfmeter. Wir haben noch 4 Minuten danach, also wir werden jetzt probieren, den Elfmeter zu versenken, beziehungsweise wenn nicht, probieren wir einfach nachher noch ein Tor zu machen. Okay, unten ist deutlich besser, weil nach unten, er geht halt nicht weiter runter, du kannst ihn unten ganz gut halten. Wenn ich ihn jetzt unten so halt, dann gute Schuss mache mit gutem Time Finish, dann hält ihn der Torwart wieder.
weil er wieder in die richtige Ecke springt. Aber unten geht auf jeden Fall besser als oben hin oder mittig oder so zu zielen. Unten kann man auf jeden Fall schaffen, wenn der Torwart natürlich nicht in der richtigen Ecke wäre. Von daher, ja, wie gesagt, jetzt probieren wir nochmal die letzte Sekunde quasi. Es sind 3 Minuten Nachspielzeit, noch irgendwas zu reißen. Aber offensichtlich hat Chelsea hier gerade Bock. Es war abseits. Naja, gut, jetzt geht die Zeit halt viel zu schnell rum. Also wir hätten den Elfmeter treffen müssen. Dann wäre da was gegangen. Jetzt sieht es ziemlich mies aus. Jo, dem nochmal reingepasst. Das war's. 0-0. Aber dann können wir gleich mal abchecken, ob es da jetzt eine Verlängerung gibt oder nicht. Aber ich glaube nicht. In der Demo gab es die nie. Das sieht auch nicht so aus. Okay. Gut, dann war's das von dem heutigen Video. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.